Ja, da bin ich wieder. Moin miteinander. Wie man unschwer erkennt, hinter mir Glenn Case, der Chef, der Besitzer, der Gründer, der Marke Christoph. Und somit will ich natürlich heute Christoph machen. Ich habe mir eine Zigarre ausgesucht, die manchmal vielleicht so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, die jetzt nicht auf der vordersten Liste immer gleich steht, wenn man Christoph denkt, nämlich die Corojo. So sieht die Kiste aus. Nicht? Und so sieht die Zigarre aus. Gibt es auch wieder in mehreren Formaten natürlich. Das Schöne an der Corojo, da komme ich gleich dazu. Ganz kurz zu Glenn Case. Glenn Case, man weiß es vielleicht, erst Chicago, Banker, war er, war in der Vorstandschaft einer der drei größten Banken der USA und hat dann den Job niedergelegt, um bei seiner Frau anzuheuern, die Zigarren in den USA verkauft hat. Brokerin war sie. Und hat dann Zigarrenmarken auf dem amerikanischen Markt etabliert. Sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und weil er so erfolgreich war, haben die dann zu ihm gesagt, das war schön, dass du das gemacht hast, du kannst auch gehen. Denn jetzt können wir das auch alleine. Jetzt können wir ein Team aufstellen, jetzt kriegen wir das ganz alleine hin. Und tschüss und gute Zeit. Seine Frau hat dann die drei Zigarrengeschäfte ihrer Familie in Chicago übernommen. Und Glenn hat sich überlegt, eine eigene Zigarrenmarke zu etablieren. Und da kam ihm Rolando Villamil, der alte Masterblender aus der Dominikanischen Republik, natürlich gerade recht. Der ist nach Chicago gekommen, wollte eigentlich, dass Glenn seine Zigarren verkauft, vertreibt in den USA. Und hat sich mit ihm getroffen in dem Geschäft von seiner Frau, von Glenn seiner Frau. Und Glenn hat ihm dann eben gesagt, du, tut mir leid, aber ich möchte meine eigene Zigarrenmarke, ich möchte mein eigenes Ding machen. Wie es geht, habe ich jetzt geübt, habe ich jetzt gelernt, das weiß ich, das kann ich. Und dann haben sie so mit den Marken begonnen. Die 685 Woodlawn war so die erste. Das ist die Adresse, wo Glenn auch geboren ist, beziehungsweise wo er aufgewachsen ist. Über die Zigarre habe ich ja auch schon ein kleines Video gemacht. Und so kam eine Marke zu der anderen. Die Marken wurden immer mehr, immer schneller. Die einzelnen Labels. Und im letzten Cigar-Journal ist er auf der Titelseite. Da kann man auch ein bisschen was über ihn nachlesen in der Zeitschrift. So ein bisschen was von der Story her. Super, super interessant. Wer das lesen möchte, kann ich nur empfehlen. Steht einiges Interessantes drin. Auch wie er mit seinen Mitarbeitern, seinem Team umgeht, die von Anfang an dabei sind, immer noch dabei sind. Christoph Cigars, Christoph benannt nach seinem Sohn Christopher, und sein Siegeszug ist begonnen. Im Moment hängt er so zwischen dem Big Player und der Boutique Cigar auf dem Weg nach vorne. Das Schöne ist, wenn man Zigarren hat, die von Christoph kommen, die Rolando gemacht hat, das sind feste Zigarren, das sind schwere Zigarren, da ist viel Tabak drin und trotzdem super Zug. Meistens muss man Christoph-Zigarren ein-, zweimal nachzünden, weil die Zigarre ist vorne vom Deckblatt her überlappt und die Überlappung hat einfach auch nochmal den Grund, dass man damit das Anstoßen, des Aufstoßens vom Deckblatt noch einmal minimiert. Die Gefahr, dass die Zigarre kaputt geht, ist kleiner. Also ein deutlicher Qualitätshinweis. Vom Tabaka haben wir Nicaragua-Tabak als Deckblatt, und zwar Corojo. Corojo, die Weiterentwicklung des Criollos. Ein Criollo, ein Urtabak, der von der AZ-Insel kommt. Auch der Corojo kommt direkt, der Samen von der AZ-Insel, und ist dann in Nicaragua eben gewachsen. Als Umblatt haben wir nochmal nicaraguanischen Tabak und in der Einlage haben wir dominikanische und nicaraguanische Tabake. Alle Samen, die wir hier finden oder die hier benutzt wurden, sind von unserer schönen AZ-Insel. Das heißt, wir haben eine Zigarre, die durchaus ein bisschen Power hat. Die ist nicht ganz leicht, sie ist aber auch nicht wirklich kräftig. Es ist also noch keine Full-Body-Zigarre. Da haben wir bei Christoph bei weitem stärkere Zigarre. Also wir haben durchaus eine Zigarre, die schön zu rauchen ist, die einfach Spaß macht, die man auch mal nachmittags rauchen kann, die man nach dem Essen rauchen kann, die jetzt nicht vom Nikotingehalt zu sehr beansprucht und die man also wirklich absolut schön wegrauchen kann. Nicht eine kleine Würze drin, aber keine Schärfe. Eine Zigarre,
mit der ich mich eigentlich ganz wohl fühle. Wobei ich sagen muss, ich fühle mich eigentlich mit den ganzen Zigarren von Christoph wohl, weil es einfach von der Verarbeitung her, von der Qualität vom Tabak her, es passt einfach, das Preis-Leistungs-Verhältnis passt, die machen einfach Spaß. Und da habe ich jetzt in dem Fall mal die Matador in der Hand mit 56 mal 6,5. Das ist schon mal eine ausgewachsene Zigar, da kann man mal abends da sitzen, da macht es auch Spaß. Und das hoffe ich, das macht auch euch Spaß und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit den Zigarren, viel Spaß beim Genuss. Raucht anständig, trinkt anständig, ja, und hört bloß nicht mehr auf.